Hallo und herzlich willkommen zurück zu Another Super Mario Bros. Wii. Wir befinden uns in Welt 9. Normalerweise sind hier überall Schilder vor. Doch, bei uns nicht, denn wir haben alle Sternmünzen in Welt 1 bis 8 schon längst geholt. Okay, schon längst ist jetzt, ja, ein bisschen übertrieben. Es gibt 8 Level. Für jedes Level, also für jede Welt ein Level. Das heißt, hast du in Welt 2 alle Sternmünzen, hast du Level 9-2 freigeschaltet. Und in Welt 4, also Level 9-4 und so weiter. Ja, wir fangen an. 9-1. Ich habe keine Ahnung, ob diese Level mich jetzt auseinandernehmen werden. Auch hier gibt es Sternenmünzen, auch wenn ich mich frage, warum, weil es gibt keine Welt 10, wo du dann für Welt 9 die gesammelten Sternenmünzen auch nochmal level und so. Oh Gott, Minipilz. Oder sowas. Soweit ich weiß und so wie es hier auch aussieht, spiegeln die einzelnen Level die Welten wieder. Das heißt, Welt 9-1 spiegelt Welt 1 wieder. Das ist aus dem Original New Super Mario Bros. Wii. Also so ein bisschen zumindest. Aus 1-2. Okay, wow. Cool. Und ja, dementsprechend sollte Level 9-4 zum Beispiel jetzt Welt 4 widerspiegeln. Also der Strand. Ich bin ganz ehrlich, als Mini-Mario habe ich hier ein bisschen Angst. Ich bin gespannt, ob die Level mich hier auseinandernehmen werden. Warum immer Mini-Pilze? Ich will keine Mini. Okay, das finde ich aber irgendwie cool, um ehrlich zu sein. Ich hätte jetzt ganz so langsam mal ganz gerne die erste Sternmünze. Hammerbrüder, wahrscheinlich. Weil die auch. Das sind ja auch keine Spammer von Natur aus. Nein. Nein. Ey, die gehen in meine Richtung. Das mag ich nicht. Wahrscheinlich Bob-Oms. Bin ich jetzt... Ich bin jetzt tot, ne? Ich glaube, ich kann nicht mehr viel machen. Ha! Nein! Boah, du bist so ein Mistviech, ne? Nee, es geht noch. Warum werde ich hier nicht groß? Aber egal, ich habe den Checkpoint, aber nicht eine Sternenmünze. Vielleicht gibt es hier auch keine... Das weiß ich nicht, um ehrlich zu sein. Das werden wir sehen. Könnte gut aus... Ja, doch, könnte gut durchaus möglich, oder? Ich weiß es nicht. Weil bisher habe ich nicht... Weißt du? Ich weiß es nicht. One-Up, weißt du? Das kannst du dir sonst wohin stecken. Jetzt einen Pilz. Weißt du was? Ich nehme mir jetzt auch einfach ein. Scheiß doch drauf. Wir haben genug. So. Keine Ahnung, wie viele Level wir heute schaffen werden. Je nachdem, wie ich schneide und keine Ahnung. Am Arsch nehme ich jetzt noch einen Mini-Pilz. Kannst mich mal. Lecker mio grande. Ja, das Spiel verarscht mich oder will mich betrügen. Denn das Spiel merkt, okay, scheiße, der hat jetzt einen Pilz gefressen. Ja. Aber haha, jetzt habe ich die Feuerblume. Nein! Nein, ich bin so ein dummes Kind! Oh, da ist eine Sternmünze und dementsprechend muss ich jetzt hier die Mini, der Mini. Ja, mir geht's gut. Folgt der mir? Der folgt mir, geil. Komm mal ran, Kollege.
Dadurch war der rote Münzenring jetzt natürlich völlig für den Anus, aber pff. So, die wievielte ist das? Die zweite. Okay. Ich will doch nur diesen scheiß Block aktivieren. Eine Münze. Weißt du? Oh oh. Ja, wo ist jetzt die dritte? Hallo? Hä? Okay, schwer war das Level jetzt nicht. Bin ich ganz ehrlich. Der Schwerpunkt liegt hier eher an den Sternmünzen, weil du kannst das, du musst das Spiel nicht, also das Level nicht mit Mini-Pilz machen. Du kannst dir einen Pilz nehmen zu Anfang des Levels. Du kannst den Mini-Pilz aktivieren, aus dem Block rausholen, aber du kannst auch sagen, nö, fuck it. Nehme ich nicht. Gut. Ja. Ich mache an dieser Stelle einen Cut und suche nach den Sternmünzen. Ich brauche einen Bob-Om. Ja, so macht man das. Genau. Jetzt der Mini-Pilz. Genau. Und dann da fix rein. Denn, liebe Leute, hier befindet sich die erste Sternmünze. Oder die letzte, das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ich hoffe, die erste. Es ist die erste. Alles klar, gut. Dann gucke ich jetzt noch nach der dritten. Hier muss man warten. Denn irgendwann, nach Lust und Laune des Spiels, nein, nach einer bestimmten Zeit, erscheint hier eine Röhre. Wie in 1.1 in New Super Mario Bros. Wii. Das dauert aber ganz schön lange, um ehrlich zu sein. Das dauert echt ganz schön lange. Muss ich hier irgendwas aktivieren? Nee, das ist doch Schwachsinn. Nee, da ist meine Eintrittskarte. Ich hoffe, das ist jetzt nichts Asoziales? Hä, das ist ein Bonusraum? Was? Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Okay, man sieht sie tatsächlich. Hä? Hier in der hier? Ich bin gerade dezent überfragt. Ja, der geht's gut. Bumm. Ich habe absolut keine Ahnung. Okay, ich muss noch mal kurz cutten und nachgucken. Ja, ist ja gut. Mach jetzt hier keinen Stress. Das ist eh lame. So, man darf nicht in die Röhre rein. Man muss warten. Oh Gott. Achso, ist jetzt hier noch... Ich will's nicht wissen. Alles gut, ich muss zurück. Ich muss ins Ziel. Warum ich so früh streame heute? Oha, das war knapp. Ja, hat sich so ergeben. Ich war gestern früh im Bett. Mario Time. Guten Morgen, Friends. Ja, Lea, ich grüße dich ganz herzlich. Bist sogar jetzt in der Aufnahme. Gut, damit hätten wir 9-1 erfolgreich abgeschlossen. Ich gönne mir einen Pilz, weil das mache ich nicht mit Mini. 9-2. Ich hoffe, auch angelehnt an Welt 2. Ich bin gespannt. Oh geil, der Himmel. Okay, der Hintergrund ist ein bisschen schwach texturiert. Aber die Pyramide sieht geil aus. Oh, krieg ich hier Yoshi? Nee, eine Feuerblume. Kann ich nicht mal. Aber
Aber das ist schon wieder ein Level mehr nach meinem Geschmack. Jetzt lass dich doch treffen. Okay. Oha, damit kann man voll die guten Kombos machen. Ja, wahrscheinlich. Der hat einfach einen Pimmel aus Stein. Deswegen. Warum wurde ich jetzt getroffen? Okay, das Level spielt nicht mit rechten Dingen. Erste Sternmünze. Hier ist nichts. Okay, glaube ich mal ausnahmsweise, weil da war ja gerade erst eine Sternmünze. Weißt du, den Kopf treffe ich nie. Oha, da ist eine Röhre. Da muss ich rein. Ich kann mich nicht ducken. Ach, hier bin ich safe. Okay, ich verstehe. Oh, die Musik. Da-da. Okay. Oha. Okay. Achso, ich dachte, die fällt jetzt runter. Okay, okay, okay. Alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Okay, das macht's einfacher. Okay, ja, nee, interessantes Level. Bin ich ganz ehrlich. Finde ich gut. Mag ich. Wo bin ich denn jetzt, sag mal? Mario, komm, please. Das könnte so ein geiles Yoshi-Level sein, aber nein. Ups, ja, genau. Wahrscheinlich treffe ich dich. Ist hier unten was? Nö, ich behaupte jetzt einfach mal nein. Ha, Svenja, da bin ich tot, lalalala. Es gab keinen Checkpoint, oder? Was? Das schneide ich. Na, am Arsch nehme ich die Feuerblume. So, selbe Stelle, selbe Welle, nur diesmal mit hey, Propellerpilz. Guck mal hier wäre die Eisblume wieder mega geil gewesen. Fragt nicht, wie viel Zeit zwischen dem letzten Cut und diesem hierher ist. Fragt nicht. Das wollt ihr gar nicht wissen. Das ist schon wieder so abnormal viel. Hau ab. Ja, ist schon wieder unerträglich hier. Aha, guck mal hier. Ohne Propellerpilz. Auch das wieder Müll. Auch wenn ich gerade um ihn betrogen wurde. Deutsch. Aber egal, wir haben alle Sternmünzen. Jetzt können wir das Level in Ruhe beenden. Und ich musste nicht mal nachgucken. Was die Sternmünzen angeht. Hey, ich mach Fortschritte. Yay. Mario Time. Oh. Ich verkloppe meine Möbel. Gut. So, ich mache an dieser Stelle aber einen Cut. Bis gleich. Los geht's. Die Pause ging ungefähr 20 Minuten. Okay, ja gut, das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Oha! Ah ja, ein Eislevel! Yay! Ja! Warte, ich muss mal eben ganz kurz gucken. Das klingt schon wieder so. Moment, ich bin sofort da. Ich muss ja einmal kurz mit so einem feuchten Lappen über die Fernbedienung gehen, damit die nicht so schmierig ist. Ja.
Wie kann die hier bitte ent... Hallo? Da ist nichts. Da ist auch nichts. Ah, und dank dem Pinguinanzug rutsche ich nicht so. Auch ein toller Vorteil. Das hier ist jetzt ein bisschen assi. Hi, dass ich noch lebe, das ist ein klares Wunder. Sag mal, geht's dir gut, Kollege? Oh. Jetzt komme ich natürlich an die hier nicht mehr ran. Das ist natürlich doof gelaufen. Weil hier kriege ich keine Feuerblume, oder? Was ist das denn jetzt hier? Ne, kriege ich nicht. Erste Sternmünze verkackt. Sehr gut. Oha! Das geht hier schon wieder nicht mit rechten Dingen zu. Das ist Spamming. Ja, verreck. Ja, aber hallo. Tschüss. Jetzt sag mir aber nicht, dass hier irgendwo eine Sternmütze versteckt ist. Nee, okay. Ich dachte schon. Man weiß ja nie. Oh, da oben ist ein Block. Hallo, kommst du hier mal back und so? Ja, danke. Oh, no. Was? Okay. Das Level muss ich ernster nehmen. Na, okay. Ja, nee, es ist. Nintendo. Toll. Ach ja, Checkpoint. Stimmt, I remember. Oh, jetzt, hier, Kollege. Ich will doch nur... Kein Pinguin? Geizhälse. Sprachfehler. Drecksack. So, jetzt hier aber. Ja. Ja, warte, nehme ich mit, Deutsche Bahn. So. Da war nichts. Warte, kann ich nicht einfach? Ja. Ja, okay, auch. Ah, da war eine Sternmünze. Und dann auch noch die letzte. Oha, die habe ich gar nicht gesehen. Okay. Du kannst mal hart kacken gehen. Nein! Scheiße. Okay, da, um ehrlich zu sein, habe ich mich ein bisschen erschrocken, dass sie auf einmal tot war. Tot. Ich war auf einmal tot. 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 Ja. Konzentration. Mich, du kleiner, fetter Bastard. Jetzt kriege ich hier wieder ein... Ach komm, ja, das ist doch wieder... Mit meinem Pinguin. Ich will meinen Pinguin. Ich habe keinen Pilz genommen, mich Idiot.
Oder muss ich? Meine Nase kitzelt. Unfair. Sternmünze. Numero uno. Nee. Dos. Dres. Hä? Was habe ich mir denn dabei gedacht? Hä? Das war doch klar, dass es da... Das war dumm. Das war einfach nur dumm. Aber ich mag diese Stelle hier nicht. Die finde ich doof. Ich mag die nicht. Ja, genau. Hier stinkt schon wieder nach Kacke. Jetzt kriege ich hier wieder nur einen Pilz. Ja. Ganz ruhig bleiben. Alles gut. Grün ist die Hoffnung. Ja, du, warum wirfst du dreimal, du Sack? Da stand so nicht in der Gebrauchsbeschreibung. Jetzt krieg ich hier die Sternmünze wieder nicht. Mimi. Verreck. Mensch. Unfair. Der hat das mit dieser Stampfattacke vom letzten Mal. Es ist wieder da. Ja, ich habe ja noch 92 Ups, ne? Die kriege ich auch noch weg. Das habe ich beim letzten Mal auch gesagt, ne? Als ich in so einer Situation war, ne? Oh, Junge, spam doch nicht so viel. Jetzt. Du Dreckiger! Ja, jetzt habe ich gespuckt auf seine Mutter. Ach, fick doch dieses Game. Ah, pfui. Das bringt mir nichts. Oder? Ich versuch's. Probieren geht über Studieren. Ja. Ab. Da gehe ich ab. Bei einem Ab. Babadabadab. Bab. Babadabadi. Babiduda. Babadabadi. Mama, Mama. Hier ist das Ziel. Lalalalala. Das Ziel ist einfach meine Eisscholle. Oh yeah. Mario Time. Finde ich gut. So, aber ich habe absolut keine Ahnung, wo jetzt die Sternmünzen sind. Deshalb cutte ich das. Bis gleich.